Markus Kaufmann, kannst du uns neu deinen Betrieb vorstellen? Ja, wir haben 25 Hektar, wir haben 45 Kühe, noch Mastzäune dazu. Und ich musste vor 4 Jahren entscheiden, wenn ich weiterfahre in der Viehhaltung. Ich habe Auflagen, die Gewässerschutz und Tierschutz hatte, und ich nicht mehr einhalten kann. Ich habe mich hier entschieden, in der Wirtschaft dabei zu bleiben und einen neuen Stall anzubauen und im alten Teil die Alte einzuziehen und umbauen. Was hast du genau gebaut? Wir haben einen Laufstall gebaut mit Robotermählerei. Und was für speziell ist, wir haben im Zusammenhang mit Ammoniak-Emissionen-Auflagen die Ammoniak-Rinne gemacht mit einem Feldenlaufgang und Auflager am Fressplatz. Wie hast du die Ammoniak-Auflagen erlebt? Also hast du da viel machen müssen? Hast du die 20% Reduktion im Kanton Luzern gegenüber vorher auch müssen reinbringen? Ja, ich habe es eigentlich zugebracht, durch ich zum Pachtland gekommen bin, konnte ich eigentlich das noch recht gut können umsetzen mit zusätzlichen Massnahmen, die eben Rinnen machen und Auflagen beim Fest, beim Fressplatz. Ich hatte einen alten Stall, wo eigentlich die Missionen eigentlich auch nicht gut waren. Und das konnte ich eigentlich mit Massnahmen können jetzt eigentlich verbessern. Wie hast du das ganze Planungs- und Baugesuchsverfahren erlebt, eben insbesondere mit diesen Auflagen? Das Besondere ist ja hier eben die Rillen auch. Ja, im Zusammenhang mit der Rinne war es recht schwierig. Es hat mir niemand recht können sagen, wie, wo, was und vor allem was funktioniert. Oder was funktioniert eben nicht, sei es verschiedene Witterungen, Sommer, Winter, auch wenn es Schnee hat, wie das funktioniert. Anschauen muss man vor allem eben ein Punkt ist, dass die Böden schmierig werden können. Weil der Abfluss viel schneller ist, eigentlich wenigstens dünn rum ist, wo tut helfen, den Boden zu putzen. Das ist sicher ein Nachteil im Sommer, wenn es trocken wird. Was ich gemerkt habe im Winter, wenn es gefriert, habe ich Mühe bei der Abwurfschächte. Durch das, was wir mehr Gefühl haben, sind die Abwurfschächte, vor allem auf den beiden Seiten, ein bisschen knapp geworden in der Höhe zum Abwerfen. Dort steht es am kleinsten an, wo es auch am kleinsten geführt. Das haben wir geschafft, dass das immer das Rinnen vom Viehhalter und der Abrinnen.